Machen wir weiter mit diesen interessanten Versen. Innama tu'aduna lasadik. Wahrlich, was euch verheißen wurde, ist sicherlich wahr. Wa inna ad-dina lawaqi'. Und das Gericht, der Tag der Auferstehung, der Tag der Abrechnung, wird gewiss hereinbrechen. Es wird auf jeden Fall kommen. Jetzt ein sehr interessanter Vers. Wir fangen vom Kosmos an, wir bleiben im Kosmos. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwört jetzt, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. Und beim Himmel, beim Kosmos, beim Universum, ذَاتِ الْحُبُكِ, der Wege besitzt. Der Himmel, der in sich Wege besitzt, oder der Himmel, pass auf, das ist diese interessante Herangehensweise des Korans in der arabischen Wissenschaft. Der Himmel, der Wege besitzt. Der Himmel, der wellenartige Wege besitzt. Der Himmel, Satil Hubuk, der ausgeschmückt ist, ausgeschmückte wellenartige Wege besitzt. Noch eine Interpretation. Und beim Himmel, der kreisförmige, asymmetrisch wellenartige, ausgeschmückte Wege besitzt. Das kommt alles in diesem Vers vor. Der Himmel, darauf schwört Allah, er ist kreisförmig. Was heißt kreisförmig? Das. Der Himmel ist kreisförmig. Die ganze Schöpfung ist eigentlich kreisförmig. Das ist I'jazul Qur'ani. Das ist die Wunder des Koran. Er ist kreisförmig. Aber er ist nicht symmetrisch. Er ist asymmetrisch, ja? Er ist wellenartig. Das würde heißen, wenn der Himmel zum Beispiel symmetrisch wäre, könnte man sagen, man könnte das Doppelte nochmal irgendwie mit einem Spiegel so an der Seite erschaffen. Er ist asymmetrisch. Das Nachahmen ist auch so in der Sache an sich total unmöglich. Das versteht man durch asymmetrisch im Himmel. Das sind die Wege des Himmels. Das ist asymmetrisch, aber es ist auch gleichzeitig ausgeschmückt. Ja, darauf schwört Allah. Jetzt aber, warum schwört Allah auf den kreisförmigen und wellenartigen Himmel? Natürlich können wir sagen, das ist ein Wunder des Korans. Wer wusste das vor 1500 Jahren? Aber der Koran, der möchte uns ja, und das ist ja die Überschrift von heute, vom Kosmos aus in die Lehren des Islams. Er möchte ja uns eine Lehre damit geben. Er möchte sagen, oh du Mensch, schau dir mal das an. Du weißt das nicht, ich weiß das. Ja? Ich möchte dir hier was sagen. Was denn? Innakum lafi qawlin mukhtalif. Ihr äußert fürwahr unterschiedliche Reden in der Religion. Ihr äußert fürwahr unterschiedliche Reden in der Aqida. Jeder von euch ist ein Gedanke für sich. Yu'faku anhu man ufik. Abwendig machen lässt sich davon, vom Koran, vom Tawhid, wer sich abwendig machen lässt, von der Schöpfung Allahs. Qutil al-Kharrasun. Tod, beziehungsweise verflucht seien die Mutmaßenden. Ibn Abbas sagt, Al-Kharrasun heißt den Zweifelnden. Shipajiler. Kutil Al-Kharrasun, verflucht seien die Zweifelnden. Nach so vielen Beweisen im Koran, die Allah Ta'ala euch aus der Schöpfung sagt, Kutil Al-Kharrasun, wer immer noch zweifelt, sie sollen zugrunde sie gehen. Wer sind die Kharrasun, die Zweifelnden? Ellezinehum fi ramratin sahum. Es sind jene, die achtlos in Unwissenheit sind, die der Sache in Unkenntnis leben. Ja? Sie haben den Kosmos über sich, das Universum über sich, sie haben die Wissenschaft über sich, aber es sind jene, die achtlos in Unwissenheit über diese Wissenschaft leben. Yes elune ayyana yawmuddin. Sie fragen, obwohl diese Schöpfung von einem Schöpfer erschaffen worden ist, wann wird denn der Tag des Gerichts sein? Der Tag der Abrechnung, der Tag der Auferstehung sein. Yawmahum ala nari yuftanum, am Tag, da sie im Feuer geprüft werden. In die Fitna des Feuers, in die Prüfung des Feuers geworfen werden. Dann wird dieser Tag sein, sagt Allahu subhanahu wa ta'ala. Zuku fitnetakum, hadha allazi kuntum bihi tasta'jilun. Jetzt kostet nun eure Prüfung, was ihr im Diesseits verleugnet habt, das ist, was ihr zu beschleunigen wünschtet. Ja? Das ist, was ihr zu beschleunigen wünschtet. Aber die Welt
Ich habe im letzten Unterricht darüber gesagt, die Zeit läuft uns davon, es gibt keinen Weg zurück. Ein Tag bei Allah sind wie 1000 Jahre hier. Ein Tag bei Allah sind wie 1000 Jahre hier. Wenn ein Mensch 70 Jahre lebt, hat er bei Allah ganz genau 2,5 Minuten gelebt. Für 2,5 Minuten opfern wir unser komplettes Jenseits, unsere komplette Unendlichkeit. Und in diesen 2,5 Minuten Leben, die wir haben, da sagen die Kuffar, wo ist die Prüfung? Und jetzt sagt Allah, Suku fitnatakum allazi kuntum bihi tastajilun. Jetzt kostet nun eure Prüfung. Das ist, was ihr zu beschleunigen wünschtet. Ah, jetzt ist es gekommen. Aber das für die Kuffar. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Gewiss, die Gottesfürchtigen, diejenigen, die ein Verantwortungsbewusstsein haben gegenüber Allah, werden in Gärten, Jannatin, werden in Gärten, wa uyun, und an Quellen sein. An den Quellen von allem sein. Ja? Alles, der Prototyp, kommt aus dem Paradies. Wenn wir mit den Medina-Suren anfangen, da werden wir sehen, dass in den Medina-Suren, in der Sure Baqarah, im 3., 4. Seite der Sure Baqarah, dass die Leute ins Paradies kommen und ihnen wird Essen gegeben werden im Paradies. Und sie werden sagen im Paradies, in der Welt wurde uns so etwas Ähnliches gegeben. Also was sie im Paradies essen oder was sie im Paradies sehen, wird irgendwo eine Ähnlichkeit mit der Dunya haben. Das heißt unter anderem, dass der Prototyp, das Originale im Paradies ist. Hier ist nur ein Klon, eine Kopie, eine nachgemachte Situation davon. Und in Jannat werden sie in Gärten sitzen und an Quellen sitzen. Adn heißt auch Quelle. Adn kommt von Jannatul Adn, Adn Jannati, kommt von Marden. Das heißt Marden, so sagen wir im türkischen Quellwasser. Marden heißt auch wieder Adn Jannati. Jannat, das Paradies, ist der Ursprung von allem, auch von uns. Der Ursprung des Menschen ist auch aus dem Paradies. Und dort werden sie sitzen an den Gärten und an den Quellen, die Muslime.